vollgeladen und los geht's. Bis zu 340 Kilometer weit kann dieses E-Auto jetzt fahren. Die Station ist direkt an dem neuen Wohngebiet Stadtgarten in Ransbach-Baumbach. Carsharing, also dass sich mehrere Menschen ein Auto teilen und dann auch noch ein elektrisches, das ist ungewöhnlich für den ländlichen Raum. Es ist ein Lernprozess für die Leute, sie müssen sich erst damit vertraut machen. Es ist eine Transformationsleistung, die die Leute hier vollbringen müssen. Und wer lässt schon oder ja, wer verkauft schon gerne sein eigenes Auto, um dann einen Leihwagen zu fahren? Also wir merken schon noch die Skepsis, das ist kein Thema, aber wir haben uns gesagt, wir brauchen langen Atem, das ist uns schon bewusst. Die Carsharing-Branche insgesamt ist in den letzten Jahren gewachsen. Mittlerweile nutzen mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland die Angebote. Meistens aber in der Stadt und eben nicht auf dem Land. In nur 4,3% aller Kommunen, die weniger als 20.000 Einwohner haben, gibt es überhaupt Carsharing-Angebote. Jutta Deffner ist Mobilitätsforscherin. Aus ihrer Sicht ist Carsharing alleine nicht die Lösung für die Mobilität der Zukunft. Das Wichtige ist aber, wenn wir sagen, wir wollen weniger Automobilität mit einem eigenen Privatauto, dann sind zusätzlich zum Carsharing ist insgesamt ein multimodales Angebot wichtig, also dass der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist, attraktiv ist, dass auch Fuß- und Radwege und Verbindungen vorhanden sind und dass das alles gut verknüpft ist. Eine gute Verknüpfung mit dem öffentlichen Nahverkehr fehlt hier in Ransbach-Baumbach zwar noch, aber sie sind zumindest optimistisch, dass die Carsharing-Angebote angenommen werden.